Hallo, herzlich willkommen zum nächsten Part, und zwar Part 4 oder so von Unnützes Wissen. Tanz. Tada. Oder so. Okay, ich habe wie immer kein Thema vorbereitet. Ich habe nichts aufgeschrieben. Deshalb nehme ich wieder den Zettel und tue so, als würde ich da, hätte ich da was aufgeschrieben. So. Ups, schade. Okay, da passt es schon mal. Der Zettel, beziehungsweise das Heft, liegt auf dem Boden und da steht nichts drauf. So gehört es sich für ein anständiges und nützes Wissen-Video. Dann, das nächste Thema wäre ganz gekonnt mal aus dem Bild tanzen und sich in der Ecke schämen. Nein, natürlich nicht. Aber dieses Heft aufheben und so tun, als würde man doch mal was draufstellen. Also das nächste Thema ist erfolgreich. Gemeinsam ist uns mit unserer Innenministerin viel gelungen. Rufzeichen. Vielversprechend, spindelecker, Bewies, Strichi, also dieses komische Komma, Strichi, warum er der bessere Kanzler für Österreich wäre. Rufzeichen. So, okay. Ganze Politik geht mich da nichts an. Aber das nächste Thema wäre jetzt mal, ja, das Ganze natürlich nicht alleine, also diesmal nicht alleine, sondern ich skype gerade mit jemandem. Das wäre ja, dann der... Ich bin mega crafted, der Pins, ja. Ja, keine Ahnung, ob man dich jetzt im Video hört oder nicht. Das Handy liegt eh so nah neben dem Computer, wie es geht, aber... Es ist halt am besten, wenn man dich doch hören würde. Hättest du ein Thema für diese Folge, weil ich habe jetzt nicht für was. Frag mich doch nicht, was du für ein Thema hast. Überleg dir was. Ich sollte mich nächstes Mal wirklich vorbereiten. Die letzten Videos waren ja YOLO, genauso wie dieses oder so. Beziehungsweise dieses Video nicht wirklich, das habe ich ja mit dir kurz abgesprochen, aber ja. Ich habe trotzdem nichts vorbereitet, also. Und die Terroristen habe ich schon wieder. Es gibt ja nicht mit denen. Und da liegt das Heft. Okay, mal so sagen. Das nächste Thema, Dance. Das nächste Thema. Ich hab keine Ahnung. Ehrlich gesagt, ich hab keine Ahnung. Ich muss jetzt kurz mal in die Ecke gehen, mich schämen, weil ich nichts vorbereitet habe. So, ich komme gleich wieder. Coole Musik. Warte mal. So, also ich habe jetzt gerade mal schnell nachgegoogelt und habe herausgefunden, dass ich diesmal über Battlefield 2 reden soll. Aber ich habe es nicht, ich habe keine Ahnung, was es ist. Außer ein Shooter, ja. Könnten wir jetzt kurz die Videos anschauen? Ups, Spiegel verkehrt. Battlefield 2 ist... Ja, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, was ich darüber reden soll. Ich muss mich gegen was vorbereiten. Kinofilme! Ja, dieses unnütze Thema, das ist so cool. Ups. Ich glaube, ich habe gerade die Mauer zerstört. Ich bin ein bisschen abgedrückt. Wieder mal weggeschmissen. Ja. Muss ich wieder mal so? Ja, stich. Also, die Terroristen da hinten, ich meine natürlich die SH-T-Terroristen stehen noch immer draußen. Und ja, ich habe noch immer kein Thema. Achso, ja, Kinofilme. Also, ich glaube, jeder Mensch, wenn ich für die Menschen spreche, ich glaube, jeder Mensch hasst Kinofilme. Jeder Mensch. Kein Mensch geht ins Kino. So auch gestern so, da ist keine Sau im Kino gesessen. Es wäre nicht so, als wäre der ganze Saal, das Saal daneben angefüllt gewesen mit Leuten. So ist es nicht, es war keine Sau da drin. So, Ende aus, tschüss. Jetzt wieder weg, schämen. Natürlich nicht. Welchen Film ich mir gestern angeschaut habe? Naja, ich habe mehr oder weniger gemüsst, genau.
Gemussen? Ich brauche deine Hilfe. Also, ja, ich musste. Ja, ich habe nicht so mit diesen komischen Formen und mit das Grammatik und das ganze Scheiß-Ding. Das Einzige, was ich jetzt noch sagen kann, ich habe in diesem Kino, in dieses Kino gemusst. Ja, richtig gesagt, ja. Also, mit anderen Worten, ich habe da hin gemusst. Ja, richtig. Ich feier das. Torjubel! Ja! Ah! Oh, jetzt ist meine Hose hinweg. Okay, also, ich hab das dann gemusst, weil mein kleiner Bruder wollte sich diesen Kack-Film anschauen. Fortsetzung von diesem Kack-Kass-Film, den ich vielleicht einmal im Alter von 5 Jahren cool fand. Ja, den gab's da glaube ich schon mal, da ist da neu herausgekommen. Ja. Und dieser Film hat Planes geheißen, nur Flugzeuge. Und ist total unrealistisch. Flugzeuge können sprechen. Ah, das ist die Invasion. Die Aliens haben sich schon in den Flugzeugen eingenistet. Ihr müsst aufpassen. Es kommt bald eine Invasion. Da hinten steht ein Flugzeug. Einmal in Deckung. Nein, natürlich nicht. Ja, dieser Film war so scheiße! Schaut ihn euch selbst an. Okay, er ist vielleicht ein bisschen gegangen, ein ganz klein wenig. Aber schaut ihn euch selbst an. Egal, wie auf YouPorn, auf YouTube, selbst im Kino. Interessiert mich alles nicht, die Wichser. Tschüss. Und ich brauche wieder hochqualifiziertes Tischentuch. Ja, ich weiß noch von letzter Folge. Und das heißt nicht Taschentuch, sondern Tischentuch. Und ich bin sehr krank. Und deswegen glaube ich, wird der Part auch bald beendet werden. Ich sehe nicht so Flugzeug da draußen. Und die Terroristen fällt euch ins Knie. Okay, und dann würde ich sagen, Thema Filmokino, genau, Filmokini, ist damit abgeschlossen. Und diese scheiß Asiaten, Chinesen, keine Beleidigung, nur mal so, ja, möchte keine Beleidigung. Es ist nur so halt, nur so mal hingesagt. Aber wir können diesen hübschen Mädchen auch nur was abschlagen, nein, natürlich nicht. Ich bin kein Weib. So. Und ich muss jetzt mal kurz mit diesem Schwert, das ich letzte Folge schon hatte, kurz mal die Terroristen verprügeln. Ah, dieses Schwert ist zu klebrig. Jetzt sterb ich als Kuhle. Fick dich knien. Und ein Wunder ist, das Heft ist noch nicht hin. Sollte es irgendwo hinlegen, bevor es hin ist. Ja, also, Filmokini ist damit abgeschlossen. Ja. Kinofilme, genau, so, ja! Ich hab noch was richtig angesprochen. Juhu, ich feier das. Steuerjubel! Ah! Oh! Ah, das war ganz woanders. Das war nicht mal auf den Knien. Okay. Filmokini ist damit abgeschlossen. Dann will ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ja. Ja, ich kratze mich gerade mit dem Schwert. Diese scheiß Maske. Okay, ich habe mich daran schon gewöhnt, aber. Verstecke mich! Ich verstecke mich! Okay, Megacrafters LPs wird natürlich in der Videobeschreibung wieder drin sein. Für jedes Video, wo er dabei ist, wieder da drin sein. Stimmt's? Hallo, ich rede gerade mit dir. Ja, ich weiß. Ja, stimmt's jetzt oder stimmt's nicht? Weiß nicht. Schau dann einfach das Video an oder nur die Videobeschreibung. Das Video? Schau, ich nehme es jetzt gerade auf.
Ich drücke jetzt gleich. Also dann, ciao Leute. Bis zum nächsten Mal. Schaut mir in die Augen. Und in meine wunderschöne Spider-Man-Maske. Und dann schaut in die Webcam. Bäh!